Ja, hallo zu einem neuen Video der Reihe Entwicklung. Ich schaue mal so, dass die Videos so gestaltet sind, dass man sie unabhängig von den anderen betrachten und anschauen kann. Natürlich sinnvoll, gewisse Themen hintereinander zu beleuchten. Aber gut, wir machen das einfach mal. Und beginne mit der Frage, was kannst du tun? Die Antwort, alles. Gemäß der Yoga-Philosophie kann man alles tun, alles erreichen, alles schaffen, sprich Erleuchtung, Samadhi, überbewusster Zustand, das wäre alles. Aber meist nicht in einem Leben. Meist gar nicht in diesem Leben, sondern man braucht vielerlei Entwicklungsschritte, vielerlei Wiedergeburten, so sagt man. Um immer Schritt für Schritt sich zu entwickeln, Entwicklung heißt ja auch Lernen. Lernen heißt Fehler machen. Ohne Fehler kein Lernen. Somit ist Yoga zum Beispiel nicht easy. Entwicklung ist nicht easy. Wenn man ein einfaches Leben haben möchte, sollte man sich nicht entwickeln wollen, weil das geht nicht. Das kennt man als Kind. Man hat versucht, einfach sich zu entwickeln. Man hat gerufen, Mama, komm, helf mir. Ist aber trotzdem dann bei dem Versuch, sich aufzustellen, 538 Mal hingepurzelt, hat Aua gehabt, ist vom Fahrrad gefallen, hat Prüfungen versemmelt. Ja, und dadurch lernt man. Das heißt, Lernen heißt Schmerzen. Ich will es nicht so krass ausdrücken, aber Entwicklung, Yoga ist nicht der easy way, sondern der anstrengende Weg. Und tun können wir alles. Wir müssen es nur selbst tun. Wir können nicht zum Guru gehen, hey, erleuchte mich, du kriegst 5000 Euro. Das interessiert ihn nicht. Ein wahrer Guru ist davon völlig unabhängig. Der sagt, üb dies, üb das, mach dies, mach das. Wenn man es nicht macht, sagt er, kann es gehen. Also der will das gar nicht. Ein Guru, ein Lehrer, ob es der Yoga-Guru ist oder ein anderer Guru oder der Schullehrer oder ein Meister in der Werkstatt, der will nicht, dass du abhängig bist. Hey, frag immer mich, wenn du was wissen willst. Nein, der würde sagen, frag dich selber. Find es raus, schraub mal das Rad so zusammen und guck, ob es dann funktioniert. So, dass man sich entwickelt, nämlich, dass man selbstständig wird. Das ist die Fliege Nimmersatt, die mich heute schon den ganzen Tag ärgert. Ja, Entwicklung, sodass man selbstständig wird, selbst leben kann, nicht Abhängigkeit von anderen. Wir mögen vielleicht abhängig sein vom Strom, von einer gewissen Art der Kommunikation, nennt man Reden oder Handy. Sonstigen Auto vielleicht ab und zu, je nachdem. Aber der Seelenzustand, der geistig-psychische, sollte immer unabhängig sein von irgendetwas. Und das ist die Entwicklung, sich von möglichst vielen Fesseln befreien. Und das kann man nur selbst, aber man kann es tun. Man muss es aber immer tun. Nicht jede Sekunde, dass man nur noch, ah, was habe ich falsch gemacht? Oh, jetzt bin ich mit dem dritten Bein zu falsch aufgesappt und dann bin ich da einen Zentimeter nach rechts geschwappt mit meinem Körper. Oder ich darf nur mit dem rechten Bein auftreten, wenn das der Atemstrom durch das rechte Nasenloch läuft. Ja, dann wird man ganz mischuppe, das ist dann auch nicht gut. Also ständig arbeiten heißt immer beobachten, offen sein. Und dann aber auch mal das Leben leben, so wie man es gerade lebt. Und nicht dann wieder mit schlechtem Gewissen, oh, jetzt habe ich schon wieder das gemacht. Aber auch nicht sagen, ja, man darf ja Fehler machen und ich meine ja auch nur ein Mensch. Und dann posiert man da in einer anderen Richtung. Nein, lernen heißt regelmäßig, täglich heißt das aber trotzdem, an sich arbeiten, beobachten. Wie verhalte ich mich, wenn dies und das passiert? Wie cool bin ich wirklich? Um einfach immer so auf dem Laufenden zu bleiben. Ne? Dann sagt man, das kann ich ja nicht, habe ich keine Zeit. Wie viele Menschen schauen auf das Handy, dass sie immer auf dem Laufenden sind?
Und da kann man das mal ein bisschen sein lassen und auf sich selber schauen. Die Zeit hat man. Nun, wir können alles tun. Im Yoga sagt man, man kann sich entwickeln zur Erleuchtung hin. Und so können wir durch Entwicklung, durch die Evolution uns entwickeln, dass wir auch die DNA entwickeln, verändern. Auch in gesundheitlichen Dingen sagen wir, in der Familie ist vielleicht Lungenkrebs vorhanden, regelmäßig in jeder Generation findet man das wieder. Man selber hat Angst, dass man es nicht bekommt. Man will es nicht bekommen. Und dann ist die erste Maßnahme, um Veränderungen in den anderen Generationen, die Folgen hervorzurufen, indem man nicht raucht. Man kümmert sich um seine Atemwege, wo man schon weiß, das ist ein Knackpunkt. Und schon kann man diese Generationenfolge verändern, indem ich meine Lunge mehr stärke bzw. weniger schädige, gebe ich mehr Energie an meine Kinder weiter. Und so können wir alles tun. Jeder Mensch hat gewisse Fähigkeiten. Wir haben aber auch andere Fähigkeiten, von denen wir gar nichts wissen. Wir haben alles in uns drin. In jedem Menschen sind alle tierischen, pflanzlichen, Mineralstoffe. Alles ist drin. Und indem wir das zum Beispiel freilegen, durch Arbeit, durch Yoga, durch Übung, durch Beobachten, können wir das immer mehr freiräumen und es dann nutzen. Das wäre das Fliege nimmer satt. Das in uns Verborgene, wo die Schulmedizin sagt, wir können das und das nicht kontrollieren, wir können die Hormone nicht kontrollieren, wir können die Atmung nicht kontrollieren, wir können das nicht kontrollieren, eben alles, was autonom läuft. Im Yoga kann man das. So sagt man es, ich kann es nicht, aber es wäre möglich. Ja. Und somit immer wieder ins Gewissen rufen, in jedem Video, das jetzt kommt, ich muss es tun. Muss, aber nicht im Sinne von Zwang, sondern ich kann es tun, ich kann es auch nicht tun, aber nur, wenn es was bringen soll, muss ich es tun. Mein Wesen, mein Ego muss da mitmachen, sonst geht's nicht. Ja, vielen Dank und bald folgt das nächste Video. Ciao, ciao.